Als ehemalige First Lady hat Melania Trump schon einige bemerkenswerte Momente erlebt. Aber die Vorfälle, die wir am häufigsten in den Medien gesehen haben, waren vielleicht die unbeholfenen Interaktionen, die nicht ganz so subtilen Ausdrücke und die Augen, die sie während ihrer Arbeit verdreht hat. In einem ihrer ersten viralen Momente überhaupt sorgte Melanias Rede bei der Republican National Convention 2016 für Schlagzeilen. Und es ist keine Überraschung, warum. Sie wurde am ersten Abend der Veranstaltung gehalten und war fast eine Kopie einer Rede von Michelle Obama aus dem Jahr 2008. Und natürlich drehte das Internet durch. You work hard for what you want in life. That you work hard for what you want in life. Nach der viralen Rede und den anschließenden Reaktionen nahm die Trump Organization die Schuld auf sich und wies den Fehler schließlich der Redakteurin Meredith McIver zu. Laut NPR behauptete McIver, dass Melania einfach Michelle Obama bewundert habe und daher einige von Michelles Sprüchen in Melanias Rede übernommen habe. Doch angesichts der heftigen Kritik entschuldigte sich McIver in einer Erklärung. Das war mein Fehler und ich fühle mich schrecklich wegen des Chaos, das ich Melania und den Trumps sowie Mrs. Obama bereitet habe. Es war nicht böse gemeint. And people of the world, thank you. Donald Trumps Amtseinführung zog die Aufmerksamkeit der ganzen Nation auf sich. Aber es war ein gemeinsamer Moment zwischen ihm und Melania, der das Internet in Aufruhr versetzte. Die Stimmung zwischen dem Paar war eiskalt, als Melania Donald während seiner Verteidigungszeremonie anlächelte und dann die Stirn runzelte, als er sich abwandte. Unmittelbar danach drehte das Internet durch. Einige nannten die ehemalige First Lady Sad Melania und spekulierten, dass sie in einer unglücklichen Ehe gefangen sei. Laut der Körpersprache-Expertin Patty Wood war Melanias Lächeln zu Stirnrunzeln-Reaktion das Ergebnis einer Enttäuschung über den Präsidenten in einem Moment, der ein Moment zwischen den beiden hätte sein können. Wood erzählte Cosmo, Melania las es, als er mich ansah. Der Grund für ihren Gesichtsausdruck ist, dass sie eine Reaktion erwartete, weil er zurückschaute, aber er hat keine Verbindung zu ihr hergestellt. Unabhängig davon, was wirklich passiert ist, war es auf jeden Fall eine peinliche Art und Weise, den historischen Moment zu feiern. Aber keine Sorge, wo das herkommt, gibt es noch viel mehr. Die Unbeholfenheit am Tag der Amtseinführung setzte sich fort, als das First Couple auf dem offiziellen Ball am Abend tanzte. Ein kurzer Blick genügt, um zu erkennen, dass die ehemalige First Lady eine starre Körperhaltung einnahm und sich oft vom Gesicht ihres Mannes abwandte. Millionen von Zuschauern nutzten die sozialen Medien, um auf Melanias Körpersprache hinzuweisen, wie ein Nutzer schrieb, Melanias Gesicht, während sie mit Trump tanzt, erinnert mich an das erste Mal, als sie zum Gynäkologen ging. Ein anderer schrieb, Melania sieht in ihrem Kleid wunderschön aus, aber beim Tanzen wirken sie unbeholfen. So beautiful. Like from a movie set, so beautiful. Die Expertin Patty Wood brachte es auf den Punkt und erzählte Harper's Bazaar, sie schienen keine intimen Momente während des Tanzes zu haben. Es schien nicht um sie als Paar zu gehen. Während sie tanzten, sang Trump sogar zur Musik mit und unterhielt sich mit dem Publikum. Ein weiterer Faktor für die unangenehme Spannung zwischen ihm und Melania. Wood fügte hinzu, er war glücklich in diesem Moment, aber es schien kein gemeinsamer, intimer Moment zu sein. Trumps Amtseinführung hat uns so viele peinliche Melania-Momente beschert, dass es schwer ist, sie alle zu verfolgen. Aber hier ist ein weiterer. Es geschah alles, als der designierte Präsident und seine Frau sich mit Barack und Michelle Obama im Weißen Haus trafen. Melania, die ein Geschenk für die scheidenden Obamas in der Hand hielt, wurde scheinbar zur Seite geschoben, während Donald sich auf den Weg zu seinem neuen Haus und Büro machte und nicht einmal einen Augenblick darauf wartete, dass Melania ihm folgte. So interpretierte Patty Wood dieses Szenario. Er blickt nicht zurück, er wartet nicht auf sie, er sucht nicht nach ihr und hat beschlossen, dass er allein und nicht als Paar vorgestellt werden möchte. Er sagt, ich bin allein, ich bin einzigartig, ich bin Präsident. Das wäre eine Möglichkeit, seine Macht zu zeigen. Fürs Protokoll, Melania hatte vor, in New York City zu bleiben, bis ihr Sohn Barron das Schuljahr 2017 beendet. Vielleicht erklärt das irgendwie die Stimmung? Wenn ihr dachtet, Melanias peinliche Momente beginnen bei der Verteidigungszeremonie, so scheint es, dass die ehemalige First Lady die Ankunft der Trumps in der Hauptstadt 2017 mit einem peinlichen Moment des Händchenhaltens einleitete, der alle erschaudern ließ. Beim Verlassen des Flugzeugs griff der damalige designierte Präsident nach seiner Frau, die daraufhin schnell seine Hand ergriff und sie ebenso schnell wieder fallen ließ. Der unbeholfene Moment wurde von den großen Fernsehsendern aufgezeichnet und von Millionen von Zuschauern verfolgt, die sich sofort zu Wort meldeten. Ein Nutzer twitterte, sie ist gefangen. Ein anderer schrieb, ich denke, er muss eine Verfügung erlassen, um sie zu zwingen, seine Hand zu halten. I don't care. You could criticize whatever you wanna say, but it will not stop me to do what I feel it's right. Patty Wood erklärte, dass das sehr kurze Berühren der Hände eigentlich ein Zeichen von Normalität sei und dass das Händchenhalten eine tägliche Gewohnheit des Paares sein könnte. Doch das Internet war mit dieser Einschätzung nicht einverstanden und wies auf die offensichtliche Unbeholfenheit zwischen den beiden hin. Aber wie Wood gegenüber Harper's Bazaar bemerkte, die Kürze hat mir gezeigt, dass sie sich entschieden haben, Intimitäten nicht in der Öffentlichkeit zu zeigen.
Trump ist dafür bekannt, beim Verlassen des Weißen Hauses mit Reportern und Fotografen zu plaudern und über seine Regierung zu sprechen. Im Jahr 2018 wurde er von Melania begleitet und in klassischer Manier nahm er sich eine Minute Zeit, um die Presse zu würdigen. Doch dieses Mal ließ er Melania nicht nur allein, sondern auch ohne Schutz vor dem Regen zurück. Und die ganze peinliche Situation wurde mit der Kamera festgehalten. Vanity Fair bemerkte, der Präsident konnte es nicht verkneifen, den Gang zum Hubschrauber zu unterbrechen, um direkt vor die Kameras zu gehen. Aber im Gegensatz zu Donald ist Melania bekanntlich nicht so scharf darauf, mit der Presse zu sprechen und wartete stattdessen im Regen auf ihn. Donald teilte nicht nur seinen Regenschirm nicht mit seiner Frau, sondern machte auch keine Anstalten, ihr Händchen halten zu erwidern. In einem für dieses Paar seltenen Moment ging Melania schließlich auf Donald zu und versuchte, seine Hand zu halten, nur um festzustellen, dass er stattdessen einen USA-Hut in der Hand hielt. Als ehemalige First Lady hat Melania zahlreiche diplomatische Auftritte rund um den Globus absolviert. Im Jahr 2017 begleitete der Präsident sie bei einem Besuch in Israel. Und leider führte die Reise zu einer der am meisten beobachteten peinlichen Interaktionen zwischen den beiden. Premierminister Benjamin Netanyahu und seine Frau Sarah begrüßten die Trumps bei ihrer Ankunft und rollten ihnen sogar den roten Teppich aus, über den sie nach dem Verlassen der Air Force One gehen konnten. Als die Trumps die Treppe hinuntergingen, griff Donald nach der Hand seiner Frau, woraufhin sie ihn sichtlich erschrocken von sich stieß. Es waren in der Tat Bilder, die um die Welt gingen. Und das Video, das die unbeholfene Bewegung des Handgelenks zeigt, wurde von einem Medienunternehmen aus dem Nahen Osten schnell auf Twitter hochgeladen. Laut CNN erwiderte Melania später die Bemühungen ihres Mannes, als sie und Donald während ihres Besuchs händchenhaltend gesehen wurden. Aber händchenhalten ist vorübergehend und das Video auf Twitter ist für immer. Nach diesem Vorfall schien Melania die Hände ihres Mannes immer mehr zu meiden. Aber auch so kam sie 2018 ungeschickt aus dem Handgemenge mit Trump heraus und nutzte ihre Kleidung, um ihre freie Hand zu verdecken und die Interaktion vor den Kameras zu verbergen. Zu unserem Glück gibt es auf Twitter einige wachsame Beobachter und im Moment fand schnell seinen Weg ins Internet. Das Video scheint zu zeigen, wie Melania ihren Mantel benutzt, um ihre Hand von ihrem Mann wegzuhalten. Dann führte er seine Frau zur Air Force One, aber der Moment war bereits für immer festgehalten worden. Es mag nicht hilfreich gewesen sein, dass die Nachricht von Donalds angeblicher Affäre mit dem Pornostar Stormy Daniels aus dem Jahr 2006 zu diesem Zeitpunkt gerade für Schlagzeilen sorgte. No one ever looked twice at me before, now suddenly everyone's looking at me. Aber inmitten all dem Händchenhalten oder auch nicht, gab es zwischen dem Paar den sehr förmlich anmutenden Vorfall auf der Joint Base Andrews. 2017 betrat Melania die Bühne vor Mitgliedern des Militärs und stellte ihren Mann vor, der wiederum seiner Frau einen Handschlag anbot. Um die Sache noch schlimmer zu machen, forderte er sie dann mit einer Geste auf, die Bühne zu verlassen. Natürlich blieb der peinliche Moment nicht ohne Folgen für die Twitter-Gemeinde. Thank you very much. Addies. Ein Nutzer schrieb, nichts sagt so sehr, ich liebe dich, meine Frau, wie ein fester Händedruck und falsche Höflichkeiten. Und ein anderer sagte, wollte er sie aus dem Weg schieben? Unabhängig von der Absicht war die Interaktion ein weiterer peinlicher Moment für die ehemalige First Lady. Die Namen Donald Trump und Twitter sind aufgrund der ständigen Nachrichten und Retweets des Präsidenten fast ein Synonym. Aber trotz ihrer eigenen sanften Social-Media-Präsenz ist Melania für einige aufsehenerregende Tweets bekannt. Und eine kleine Aktion im Jahr 2017 sorgte für viel Aufsehen. Auf dem persönlichen Twitter-Account der ehemaligen First Lady wurde ein Tweet darüber, dass sie kein Fan von Donald ist, geliked und dann wieder gelöscht. Da es sich um ihren persönlichen Account und nicht um den offiziellen Flow des Twitter-Account handelte, war es leicht zu erkennen. Der fragliche Tweet wurde von dem Schriftsteller Andy Ostray gepostet und lautete: Die einzige Mauer, die Donald Trump gebaut hat, scheint die zwischen ihm und Melania Trump zu sein. I support my husband 100%. Wir wissen nicht, ob Melanias Gefallen an dem Tweet ein Ausrutscher, ein Hack oder eine absichtliche Zerschaustellung ihrer wahren Gefühle gegenüber ihrem Ehemann war. Aber das Internet hat es aufgefangen und wir können nicht ungesehen lassen, was wir gesehen haben. The best is yet to come! Der National Congress der Republikaner 2020 war wirklich ein Ereignis, das nicht aufhört, für Schlagzeilen zu sorgen. Von der sehr lauten Rede von Kimberly Guilfoyle bis hin zur Behauptung des Mehrheitsführers im Senat, Mitch McConnell, dass die Demokraten die Menge an Hamburgern, die die Menschen essen, begrenzen wollen, war die ganze Angelegenheit ziemlich wild. Doch kein Moment erregt in den sozialen Medien mehr Aufmerksamkeit als Melanias Begrüßung von Ivanka Trump auf der Bühne und das damit verbundene verärgerte Augenrollen. And the 45th President of the United States, Donald J. Trump. Nachdem die Tochter des Präsidenten bei der Entgegennahme von Trumps zweiter Nominierung die Begrüßungsrede gehalten hatte, lächelte Melania sie an, schien dann aber sofort ihre Augen zu verdrehen, weil sie offensichtlich traurig war. Wir wissen nicht genau, was sich die ehemalige First Lady dabei gedacht hat oder warum sie so auf Ivanka reagiert hat, aber der Moment hat sicher einige Augen geöffnet.
Dies könnte einer der wenigen viralen Momente sein, der tatsächlich zu Melanias Vorteil war. Bei einem Besuch in Polen im Jahr 2017 trafen der Präsident Melania Polens First Lady und den polnischen Präsidenten. Nachdem er Präsident Duda die Hand geschüttelt hatte, reichte Donald der First Lady Duda die Hand. Doch statt sie zu nehmen, ging sie an ihm vorbei und begrüßte Melania zuerst. Das Internet hatte einen riesen Spaß mit dem viralen Material. I want to thank President and Mrs. Duda for their warm welcome. Natürlich schüttelte Polens First Lady schließlich Donalds Hand. Aber der peinliche Moment und Melanias überraschter Gesichtsausdruck bei dem ganzen Vorfall schockierten die Zuschauer. Ein YouTube-Nutzer schrieb, die polnische First Lady weiß, was Sache ist. Ladies first. Wenn Trump für etwas bekannt ist, dann für seine offensichtliche Liebe zur Nationalhymne und der amerikanischen Flagge, die er in der Vergangenheit umarmt und geküsst hat. Doch seine Leidenschaft für alles Patriotische geriet 2017 ins Stocken. Während des alljährlichen Easter Egg Roll im Weißen Haus war Melania gezwungen, Donald anzustupsen, damit er während der Hymne seine Hand auf sein Herz legt. Und wie viele ihrer unbeholfenen Interaktionen ging das Ganze viral. On behalf of the President and Baron, and happy Easter. Während die Gäste zusahen, legten die ehemalige First Lady und der Sohn des Paares Baron ihre Hände auf ihre Brust, als die Hymne begann. Aber der Präsident tat es nicht. Nach dem Stups seiner Frau erkannte Donald jedoch schnell den Fehler seines Handelns. Es scheint, als hätte Melania die Angewohnheit, Trumps Verhalten zu korrigieren. Und da das Paar in der Öffentlichkeit steht, werden die meisten dieser Momente für immer auf Video festgehalten. So fragte Melania Donald in einer weiteren unbeholfenen Interaktion, wo seine Sonnenbrille sei, als er während der Sonnenfinsternis 2017 direkt in die Sonne blickte. Dieses Mal wurde ein ganzes Publikum Zeuge dieses Moments. Denkt daran, wenn ihr die Sonnenfinsternis ohne Spezialbrille beobachtet, könnt ihr euren Augen wirklich schaden. Well, on Monday, President Trump stared directly into the sun. Natürlich holte der Präsident schnell eine Brille aus seiner Tasche. Doch das Internet machte sich über den peinlichen Moment zwischen ihm und seiner Frau lustig. The Guardian bemerkte, um ca. 2.39 Uhr gestikulierte der Präsident zunächst in die Menge und zeigte in den Himmel. Als er dies tat, rief einer der Assistenten des Weißen Hauses, der unter dem Balkon des blauen Zimmers stand, nicht hinsehen.